Hallo liebe Leute, hallo liebe Freunde, hallo liebe Mitglieder der Kampfsportmanufaktur. Ich bin's Björn und ich bin heute für euch da mit einer Squat Challenge. Wir haben die letzten Wochen und Monate schon viele, viele Workouts gemacht, von Strength and Conditioning Workouts, Box Workouts, Technik Videos und ein, zwei Challenges, und zwar eine Push-Up Challenge und eine Blank Challenge. Und jetzt wurde ich herausgefordert zu einer Squat Challenge, die nehme ich an. Ich verrate euch, ihr habt gute Chancen, vielleicht diesmal auch zu gewinnen, weil wer mit mir trainiert, weiß, meine Hüfte ist so ein bisschen meine Schwachstelle und daher sind meine Squats jetzt auch nicht gerade unbedingt meine Stärke. Daher, wenn ihr gewinnt, schreibt unten drunter, wie viel Wiederholungen ihr in 2 Minuten geschafft habt, und ihr kriegt einen liebevollen Kaffee hier im Gym zubereitet von mir. Kurz zu den Geräuschen im Hintergrund, wir haben gerade die Handwerker oben drüber. Wenn ihr also ein bisschen was hört, was nach Bohren klingt, dann einfach kurz die Ohren zuhalten, dann sind das die Bauarbeiter. Und als kleine Verstärkung habe ich meine Tochter dabei, die ist gerade hinten bei uns im Chill-Out-Bereich und malt. Und ich hoffe, dass ich jetzt ungestört ein paar Minuten das Workout mit euch machen kann, okay? Wir stellen den Timer auf 2 Minuten, so viele Squats, also Kniebeugen, wie ihr könnt. Kurz vorab noch zur Erklärung. Wichtig ist, ihr steht ungefähr schulterbreit da. Die Knie kommen zu den zweiten Zehen nach außen, nicht irgendwie nach innen. Der Popo kommt hinten raus. Ihr könnt auch als Gegengewicht die Hände nehmen. Und wir wollen hier tief runter. Ne? Wir wollen nicht irgendwie hier schon stoppen, sondern runter, gerade Rücken und wieder hoch. Okay? Früher hat man gesagt, die Kniebeuge hört da auf, wo der rechte Winkel ist. Heutzutage weiß man, da darf man gerne weiter runtergehen. Wichtig ist, je nach Körperphysiologie, wie gesagt, bei mir sind die Kniebeugen auch immer so ein bisschen Thema. Der Rücken muss gerade sein. Bedeutet auch, wenn er nach vorne geht, schöner wäre es, wenn er ganz gerade bleiben würde. Heißt aber wichtig, ich mache hier keinen Rundrücken oder so, ne? Sondern das Brustbein kommt raus, von hier hinten runter und von hier gerade wieder hoch, dass ihr das Gefühl habt, das Gewicht kommt hinten auf die Ferse. Okay, das war's auch schon. Gerade Ausführung, so viel ihr könnt. 2 Minuten Zeit habt ihr. Ich stelle uns den Timer auf die Plätze. Und Zeit. Und los geht's. Ganz hoch. Der Stufenplan von Baden-Württemberg veröffentlicht. Es dauert zwar noch, bis wir im Gruppenkontext trainieren dürfen.
zumindest draußen, steht jetzt in greifbarer Nähe. Und dann kriegt ihr gerne auch einen Kaffee von mir nach draußen serviert. Wir bleiben in Kontakt, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Schönes Wochenende wünsche ich euch noch. Bis dann. Ciao.